Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Poraska Digilog. Heute dreht sich alles oder so ziemlich alles um den Schattenbahnhof. Mehr dazu nach der Intro. Bis gleich. Hallo, ich bin der Serge. Also, der Schattenbahnhof. Die Gleise, die sind jetzt fertig verlegt und die Elektronik, die wartet jetzt darauf, langsam aber sicher eingebaut zu werden, zumindest beim ersten Segment. Ich sage euch mal schnell, wie das Ganze bisher ausschaut. Also das rechte Segment, das hat immer noch genügend Platz, um mein Werkzeug zu halten, aber links habe ich jetzt alle Aussparungen ausgeschnitten. Und zwar und der Vorteil dabei ist, dass ich jetzt bequem auf meinen Schattenbahnhof zugreifen kann, wenn es denn mal zu einem Unglück gekommen ist. Hoffen wir natürlich nicht, aber man weiß ja nie. So, und jetzt bevor wir uns der Elektronik zuwenden, möchte ich euch noch zeigen, wie ich das mit den Gleisübergängen bei den Segmenten gemacht habe. Ich habe zwei Methoden. Bei der alten Anlage hatte ich so ein kupferbeschichtetes Teil, Elektronikteil, und habe die Gleise dann da drauf gelötet, also Schwellen abmontiert, drauf gelötet. Und das sieht dann zum Schluss so aus. Und wenn ich das in der Nahaufnahme zeige, dann seht ihr, da kann man sogar schön Schwellen reinfräsen. Wichtig ist natürlich, dass das Ganze ist kupferbeschichtet. Das heißt, in der Mitte muss ich da noch ein oder zwei Rillen reinfräsen, damit es nicht elektrisch leitet. Das System hat sich prima bewährt. Die Anlage hat tatsächlich schon einen Umzug hinter sich gehabt und die Fotos, die ihr gesehen habt, beziehungsweise die Aufnahmen, die ihr gesehen habt, die stammen alle nach dem Umzug. Das heißt, das hat prima funktioniert mit dem Zusammenbau. Aber die Anlage war natürlich kerzengerade, also sprich, alle Übergänge waren gerade. Und ich hatte Angst, dass wenn ich jetzt bei dieser neuen Anlage, wo ich praktisch überhaupt keine Gerade mehr drin habe, sondern alles nur noch Kurven und Windungen, dass mir dann genau das hier passieren würde. Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie habe ich es tatsächlich geschafft, die Gleise so zu verbiegen, dass es, naja, noch Erinnerungswert hat, aber mehr auch nicht. Und ich habe gedacht, das ist mir einfach zu heikel. Ich will das jetzt gar nicht erst ausprobieren. Vielleicht versuche ich es mal später, aber da jetzt beim Schattenbahnhof habe ich es noch nicht gemacht, sondern da habe ich die gute alte Schraubentechnik angewandt. Sehen wir uns das mal an. Ich habe Messingschrauben für dieses Unterfangen benutzt. Dann habe ich die Schwellen von den Schienen entfernt, so wie ich das abgemessen hatte. Dann werden die Schienen hingelegt und die Punkte eingezeichnet, wo die Schrauben dann eingedreht werden müssen. Dann werden alle Schrauben eingedreht, Gleise wieder drauf, nachjustieren, damit alles schön gerade ist, und dann werden alle Schrauben verzinnt. Dann streiche ich das Gleisbett mit Weißleim ein, führe alle Drähte ein, lege die Schienen auf die Schrauben und mache das Lötzinn wieder flüssig, auf dass die Schienen dann fest drauf liegen. Dann wird der Schnitt gemacht und zum Schluss natürlich noch die Schienen von den Gräten befreit und ja, dann kommt der Test. Passt. So, dann kommen wir jetzt also zur Elektronik.
Als erstes möchte ich euch zeigen, wie das neue Gleisbildstellpult aussehen wird. Das wird also das neue Gleisbildstellpult. Hier unten ist der Schattenbahnhof und hier oben haben wir den Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof führt die Strecke runter in den Schattenbahnhof. Und vom Schattenbahnhof geht es dann wieder hoch zum Hauptbahnhof. Jetzt habe ich ja zwei Segmente, das linke und das rechte Segment. Wenn also ein Zug den Hauptbahnhof verlässt, dann habe ich hier und da eine LED, die mir vom Gleisbesetztmelder her besagt, ob sich ein Zug auf dieser Strecke befindet. Umgekehrt auf der rechten Seite habe ich hier und da ein LED, was mir sagt, ob sich auf jener Strecke ein Zug befindet. Also für die Strecke vom Bahnhof runter in den Schattenbahnhof oder umgekehrt vom Schattenbahnhof hoch zum Bahnhof, da benutze ich die Gleisbesetztmelder von Uhlenbrock. Die hatte ich schon in der alten Anlage und mache mir jetzt die natürliche Trennung durch die Segmente zunutze, sodass ich dann weiß, wo ungefähr ein Zug sich gerade befindet. Und für den Schattenbahnhof oder auch oben für den Bahnhof, da hatte ich etwas gesucht und bin dann fündig geworden bei einem Hersteller. Und zwar dieses kleine Ding hier. Das hat es in sich. Weil das ist einerseits ein Bremsbaustein, der macht sich die Lentzsche ABC-Technik zunutze. Und zum anderen ist es ein Gleisbesetztmelder. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt auf meinem Testkreis. So sieht also mein Testkreis aus. Hier habe ich, wie gesagt, diesen Bremsbaustein und Gleisbesetztmelder eingebaut. Aber der Testkreis, der dient mir auch dazu, wenn ich mal eine analoge Lok kaufe und testen möchte, wie der Motor läuft, bevor ich die digitalisiere oder so. Verschiedene Zwecke kann der erfüllen. Jedenfalls, hier geht es ja um diesen Bremsbaustein und Gleisbesetztmelder. Jetzt, hier habe ich die LED angeschlossen. Die Lok fährt jetzt dann gleich in den Trennkreis ein, also in die Trennstelle ein und voilà, die LED geht an und die Lok fährt weiter, weil ich habe es noch nicht eingestellt. Mache ich jetzt aber gleich. Und dann lasse ich die Lok nochmals lossausen, Lok geht raus, LED geht aus und dann kommt die Lok wieder zur Trennstelle, fährt wieder ein, LED geht an und siehe da, sie bremst schön langsam und sanft ab. Ja, dieses Teil, dieser Gleisbesetztmelder und Bremsbaustein, das ist nur ein Teil, was dieser Hersteller im Angebot hat. Könnt ihr mal nachfragen. Der Mann ist gut, der hat eine Engelsgeduld, braucht er auch mit mir, bis ich das alles kapiert hatte und er alle meine Fragen beantwortet hatte, bis ich dann mich endlich zum Kauf entschlossen hatte. Und ich werde euch unten dann in der Beschreibung noch die E-Mail-Adresse einblenden, wo ihr ihn erreichen könnt. Wobei ich gestehe, dass ich mich vermutlich extra störrisch angestellt habe, weil es ist wirklich keine Hexerei. Also hier ist das Gleis. Dann geht vom Hauptgleis eine Spannung rein und kommt auf der anderen Seite wieder raus und geht rüber an die Trennstrecke. Sobald ein Zug die Trennstrecke überfährt, geht ein Impuls aus, der hin zum Oszillator führt, der wiederum befeuert dann die LED, welche von einer externen Stromquelle betrieben wird. Auf dem Testkreis, habt ihr gesehen, habe ich eine 9 Volt Batterie benutzt. Auf der Anlage werden es dann 12 Volt sein. Und das ist eigentlich die ganze Kunst. Mehr ist nicht. Tja, wie sagt man doch so schön? Gutes muss nicht teuer sein. Ich hoffe, dass der Spruch nicht noch irgendwie ein Copyright drauf hat. Anyway. Also, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge mit dabei seid. Lasst mir einen Daumen hoch da oder auch ein Abo. Dann wisst ihr auch, wie es weitergeht. Das nächste Mal werden wir dann über das neue Gleisbildstellpult sprechen
und die Verkabelung der ganzen Drähte, die jetzt noch so ein bisschen planlos in der Gegend rumliegen, da drüben. Also bis dahin, macht's gut und vor allen Dingen bleibt gesund.